Ja. Deswegen habe ich keins auch. So, jetzt gucken wir mal. Genau, Teilnehmer kommen rein. Dann können wir starten. Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer Web-Talk-Reihe Die Ordnung der Krisen. Mein Name ist Martin Thoma und gemeinsam beleuchten wir in dieser Reihe verschiedene Aspekte und Felder der Ordnungspolitik. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit professioneller Unterstützung. Und dazu begrüße ich, wie immer, an meiner Seite Professor Dr. Stefan Kohle. Guten Abend, Stefan. Hallo Martin, grüß dich. Ja, Stefan ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und seine Forschungsinteressen gelten der Geschichte des ökonomischen Denkens, der Ordnungsökonomik und der Wirtschaftssoziologie. Und ja, wie immer und wie auch in den letzten 4 Ausgaben hier, können Sie sich gerne an unserer Diskussion, an unserem Gespräch so ein bisschen beteiligen, indem Sie das F&A-Tool auf Zoom nutzen für Ihre Fragen, für Ihre Statements und Anmerkungen. Schreiben Sie uns einfach und zögern Sie nicht, denn die Stunde ist oftmals schneller vorbei, als wir das erahnen. Und ja, Sie sind herzlich eingeladen. Und über was wir reden würde, natürlich über die disruptive Digitalisierung, wie wir es angekündigt haben. Und die Digitalisierung bringt neuen Schwung in alle Bereiche. Die Plattformökonomie ja, floriert, während der stationäre Einzelhandel ja, bestenfalls stagniert. Technologieriesen aus den USA und Asien bilden Oligopole. Gerade in der Hard- und Softwareindustrie. Nationale Steuersysteme stellen die EU vor massive Probleme und die Digitalisierung schürt ja, Zukunftsängste bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und stellt dann bestehende Branchen vor Herausforderungen. Und unklar bleibt, welche Rolle der Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland ja, in Zukunft haben wird. Und ja, wir wollen heute über viele Facetten der Digitalisierung sprechen. Und vielleicht steigen wir erstmal ein mit diesem ominösen Begriff disruptiv. Weil, ja, um das Thema einzusteigen, im Clayton Christensen von der Harvard Business School hat den Begriff disruptive Technologie als erster benutzt. Und nicht nur, um eben Folgen des technischen Fortschritts zu beleuchten. Und heute wird das Wort disruptiv ja gefühlt relativ inflationär verwendet. Stefan, ja, was verstehst du? Vielleicht, ach nee, wir haben noch einen Disclaimer. Moment, bevor wir nämlich anfangen, genau, machen wir nämlich immer so. Stefan, willst du unseren Disclaimer anmoderieren? Ja, das kann ich machen, weil ich glaube, der bezieht sich ja nicht nur auf uns beide, sondern wahrscheinlich auf die meisten Hörer. Vielleicht gibt es ja Ausnahmen. Aber was wir beide festhalten wollten, dass wir in Sachen Digitalisierung allesamt, also wir beide und wie gesagt, wahrscheinlich die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger Babys sind. Babys in dem Sinne, dass wir seit einigen Jahrzehnten in diesem Umbruch stecken und noch ganz, 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 ganz am Anfang sind dessen, was verstanden werden muss und erst recht am Anfang, wie das gestaltet werden soll. Das finden wir beide nicht unwichtig, das gleich am Anfang zu betonen. Expertise haben wir beide eher als Konsumenten dieses Phänomens, als dass wir da die großen Macher oder die großen Fachleute sein. Aber dennoch hilft es ja, sich ein wenig drüber Gedanken zu machen. Deine Frage zu der Disruption ist tatsächlich spannend und ich glaube, dass der Ansatz der Ordnungsökonomik, der ja in unserer Reihe allem zugrunde liegt, da tatsächlich hilft. Wenn man, ich versuche das mit einer ökonomischen Analogie, die vielleicht einigen im Publikum geläufig ist und ich erläutere das auch. Die VWL, meine Wissenschaft, unterscheidet zwischen Wachstum einerseits und Entwicklung andererseits. Und Entwicklung könnte man vielleicht auch, wenn man auf den Teil der Welt schaut, aus dem ich komme, also auf Osteuropa, auch Transformation nennen. Wachstum ist ein quantitatives Phänomen, das heißt, eine bestimmte Einheit wird einfach größer. Während Entwicklung und Transformation betonen, dass sich etwas Qualitatives ändert, dass also die Ordnung
von Wirtschaft und Gesellschaft in ihrer Funktionsweise, in ihrer Regelhaftigkeit sich verändert. Das heißt, es ist nicht einfach ein Ausdehnen eines mehr oder weniger bestehenden Systems, sondern es geht wirklich um eine Ordnungsfrage, um eine Ordnungsveränderung. Und da hat die Digitalisierung ziemlich sicher in den letzten mindestens 20 Jahren, so lange diskutieren wir darüber, und nach dem Begriff zumindest, sehr viel an neuen Ordnungen geschaffen, an alten Ordnungen in der Tat geschleift und zerstört. Und ja, darüber sollten wir reden. Genau. Das ist ja erstmal so ein bisschen der Blick, was das eben bedeutet und den Kontext gesetzt. Vielleicht noch eine Folgefrage. Ist für dich die Digitalisierung als jetzt eben disruptive Technologie ein Trend, der uns gesamtgesellschaftlich oder gesamtgesellschaftlich Veränderungen bewirkt? Oder werden hier deiner Meinung nach vielleicht nur Gesellschaftsteile oder bestimmte Branchen angesprochen? Wie würdest du das bewerten? So wie ich das erlebe und so wie ich das wahrnehme, ist es wirklich etwas, was alles betrifft. Und mit alles meine ich nicht nur die Wirtschaft und, wie du sagst, ihre Branchen, von denen ich überrascht wäre, wenn wir auf eine kämen, die irgendwie davon unbetroffen sei, sondern und auch da wieder die Ordnungsökonomik, die Wirtschaft und die anderen gesellschaftlichen Ordnungen sind davon betroffen. Das heißt, die Politik erleben wir ja im Moment in der Tristesse der Corona-Krise und dessen Management, deren Management sollte von der Digitalisierung etwas mehr profitiert haben, als sie es tut, indem eben die Verwaltung sich nicht in dem Maße digitalisiert hat, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Das Recht verändert sich, auch darüber werden wir sprechen. Die Wissenschaft verändert sich kolossal. Das heißt, dass die Wirtschaft und in ihrer sozusagen in ihrer Gesamtheit sich verändert, ich glaube, da braucht man keine Zweifel haben. Aber das Spannende und Spannungsreiche ist, dass wenn man sich die Gesellschaft als so eine große Box vorstellt, und da gibt es eben die Wirtschaftsordnung und die Rechtsordnung und die Staatsordnung und die Ordnung der Wissenschaft oder die Ordnung der Religion, alle sind davon betroffen und die sind nicht nur einzeln betroffen, sondern senden sich auch noch die ganze Zeit Signale, was das Ganze nicht unbedingt übersichtlicher macht. So würde ich das diagnostizieren. Und das Spannende ist ja auch, solange man über Automatisierung gesprochen hat, dachte man ja immer, das ist ja die Industrie, die betroffen ist. Ne? Das heißt, bestimmte Arbeitsplätze werden einfach durch Maschinen ersetzt. Und das ist ein ganz langer Prozess, der die ganze Moderne begleitet hat. Wir hatten aber eben während dieses Prozesses immer, oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, immer den Dienstleistungssektor als so eine Art Absorber. Und der hat eben die Leute, die in der Industrie freigesetzt worden sind, weil sie durch Maschinen ersetzt wurden, die sind eben in den Dienstleistungssektor rübergewandert und sind da in neuen Jobs eben untergekommen. Weil aber eben auch die Dienstleistungen sich jetzt extrem digitalisieren, ist es nicht so ganz klar, ob dieser Absorber nach wie vor da ist. Darüber sprechen wir auch später. Ich wollte das Ganze so ein bisschen, wollte noch zwei Sachen sagen. Das eine ist vielleicht eine Veranschaulichung. Meine Heimatstadt Sofia ist ein ganz interessantes kleines Biotop, in dem sich das, was wir jetzt bereden, auf eine ganz eigenartige Weise sozusagen manifestiert und auch eine sehr deutliche. Ja. Alle Leute, die, also ich werde jetzt im April 40, also alle Leute, die jünger sind als ich oder so alt wie ich, die etwas Englisch können und etwas IT-Kenntnisse haben, können in Sofia wirklich ein sehr, also materiell ein sehr auskömmliches Leben führen. Alle Leute, die älter sind, die Englischkenntnisse nicht haben und die IT-Kenntnisse erst recht nicht haben, werden wiederum, profitieren eben nicht davon, dass sehr viele westliche Unternehmen sich in Sofia niedergelassen haben und das Ganze so ein kleines Silicon Valley des Balkans wird. Man sieht also diese Trennung
Gewinner und Verlierer oder in Gewinner und Nichtgewinner könnte man es auch nennen, der Digitalisierung. Man sieht es wirklich auf den Straßen sehr, sehr deutlich. Und die letzte Frage, die ich auch noch mal kurz anwerfen wollte, ist eine Frage, fokussierte bei der Wirtschaft auf einzelne Branchen. Es könnten sich sogar sehr viel größere Sachen verschieben als sozusagen dieser Branchenmix, über den wir gesprochen haben. In der VWL läuft aktuell eine ganz spannende Diskussion, die sich mit etwas befasst, was uns alle umtreibt, nämlich warum die Zinsen so niedrig sind. Und natürlich kann man dafür die EZB haftbar machen, aber das ist wahrscheinlich ein Teil der Wahrheit und über den Anteil dieses Teils wird sehr heiß gestritten. Eine zweite Perspektive ist, dass die Digitalisierung vielleicht auch schuld daran ist. Und zwar kann man sich das einfach so vorstellen, dass, wenn wir sagen, dass der Zins irgendwie, grob gesagt, auch wenn es nicht ganz präzise ist, der Preis für Kapital ist. Und wenn die Digitalisierung sehr viel Kapital, also sozusagen kapitalsparend ist, sehr viel altes Kapital, das es mal brauchte, nicht mehr benötigt. Du sagtest ja, der Einzelhandel leidet. Ja. Das heißt, da werden eben Flächen, und das ist ja Kapital, eben freigesetzt, die niemand mehr braucht. Oder die Supply Chains werden schlanker oder keiner druckt mehr Bücher, also gibt es keine Druckereien. Wenn es so ist, dann fällt ja die Nachfrage nach Kapital. Und das schlägt sich eben auf den Zins nieder. Das heißt, die Niedrigzinsen können, und ich glaube, das Argument ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, auch damit zu tun haben, dass die Digitalisierung, Babys wie wir sind und babyhaft wie wir sie noch verstehen, zumindest in unserer Phase eben so einen kapitalsparenden Effekt auslöst. Und das macht sich eben in diesen sehr lebensweltlichen Phänomenen wie Zins bemerkbar. Okay. Ja, dann erstmal danke für die Einschätzung. Wir wollen natürlich in diesem ganzen ja, Feld der Digitalisierung eine oder mehrere Punkte ansprechen, aber einer davon ist die Plattformökonomie. Und Plattformökonomie für alle, die jetzt fragen, okay, worum geht es da? Wir reden über Facebook, wir reden über TikTok, Instagram, Amazon, eBay. Wir reden über Uber, Airbnb und PayPal. Und es gibt halt noch eine Vielzahl anderer digitaler Plattformen in allen möglichen Bereichen. Und ja, mit der Digitalisierung sind also jetzt, wie man sieht, neue Marktplätze entstanden, die auch scheinbar neuen Regeln folgen oder irgendwelchen Regeln folgen. Und ja, die Digitalisierung hat ja, wie gesagt, Märkte entstehen lassen, die es vielleicht vorher nicht gab. Aber Disruption bedeutet ja auch im wörtlichen Sinne übersetzt Zerstörung. Und da ist jetzt die Frage: Hat die Digitalisierung hier Teile der alten Welt, Teile der alten ökonomischen Ordnungsrahmen zerstört? Also, um das vielleicht kurz weil ich wollte dieses Beispiel noch bringen, unabhängig davon, ob es hinkt oder nicht. Früher, vor 25 Jahren vielleicht, 20, 25 Jahren, sind wir ins Reisebüro gegangen, haben einen Flug gebucht, eine Pauschalreise, und sind nach Malle. Heute machen wir das über Booking.com und über Flügel.de, Beispiel für Plattformen, unabhängig davon, ob das hinkt. Aber zurück zur Frage, Stefan, hat die Digitalisierung hier Teile, sagen wir, der alten Welt zerstört? Meine, zweifelsohne. Ja, also das, was du genannt hast, und das, was wir vorhin auch an anderen kleinen Beispielen hatten. Also ich verstehe übrigens Disruption eher als Umbruch. Ja, also aber wenn wir die Zerstörung nehmen, die du genannt hast, ist es zweifelsfrei so, dass sehr viel zerstört worden ist. Josef Schumpeter hat vor vielen Jahrzehnten diesen wunderbaren und dennoch nicht spannungsfreien Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt. Und die schöpferische Zerstörung ist, glaube ich, tatsächlich so der Second Name, könnte man sagen, der Digitalisierung. Sie schafft sehr viel und im Zuge dessen zerstört sie auch viel. Das ist weder gut noch schlecht. Erstmal muss man sich damit eben mit nüchternem Blick befassen und sagen, wer sind denn diejenigen, die zerstört worden sind und was ist Neues entstanden? Was aber die Digitalisierung anders macht in meiner Wahrnehmung im Vergleich zu früheren Umbruchsituationen, zu früheren Disruptionen, ist die Geschwindigkeit und eben die Gleichzeitigkeit, mit der sie all diese verschiedenen Branchen in der Wirtschaft,
all die anderen gesellschaftlichen Ordnungen und auch noch diese Signale dazwischen eben gleichzeitig auslöst. Das heißt, es ist nicht so, dass sozusagen nur eine Branche oder nur eine bestimmte Technologie ein bisschen was zerstört, ein bisschen was schafft, sondern es scheint so eine Art Metatechnologie zu sein. Und diese Metatechnologie ja, zerstört sehr vieles gleichzeitig. Und in unserer Reihe mit dir reden wir ja über dieses Sandwich oder Burger, egal wie man es zeichnen will, an Krisen. Und dieses Zerstören an Altem, was man deutlicher sieht als das Schaffen des Neuen, trägt nicht unbedingt vorteilhaft dazu bei, dass die Menschen da draußen, die eh schon von diesen anderen Krisen verunsichert sind, die wir in den Episoden davor thematisiert haben, sozusagen mehr Sicherheit bekämen. Ganz im Gegenteil, das Ganze sorgt psychologisch und wie gesagt, Sophia nochmal das Beispiel, gerade bei älteren und bei vielleicht weniger technologieaffinen Mitbürgern eben für eine zusätzliche Unsicherheit, zusätzlich zu den genuin ökonomischen Unsicherheiten, über die wir gesprochen haben. Es verschwinden in der Tat viele von den Firmen, die man üblicherweise als Intermediäre, also als Vermittler, versteht. Also du hast das Reisebüro so als klassisches Beispiel genannt, oder die Buchhandlung oder also eben diese Kette an Unternehmen, die es zwischen dem Urproduzenten von etwas und dem Endkonsumenten gibt, die wandelt sich natürlich rasant. Ja. Natürlich entsteht auch Neues und du hast die Plattformen eben genannt. Und da gibt es, ich mag ja meine Wissenschaft und ich lobe sie auch eben gerne. Es gibt auch tatsächlich wunderbare und interessante Forschung dazu. Ich will ganz explizit allen, die daran Interesse haben, die Papiere und Bücher von Justus Haukapp von der Uni Düsseldorf empfehlen. Da man eben gerade über Plattformökonomie und über den wettbewerbsökonomischen Blick darauf sehr viel lernen. Zum Beispiel hinterfragt Justus, der auch mit der Naumann-Stiftung sehr viel macht, inwieweit diese Analogie, die wir die ganze Zeit so bemühen, wir zahlen doch mit unseren Daten für das Zeug. Ne? Also Google ist kostenlos, Facebook ist kostenlos. Er stellt sich aus meiner Sicht diese richtige Frage, ob das eigentlich eine treffende Analogie ist. Und über solche Sachen sollte man in der Tat nachdenken. Und die zentrale Frage, über die wir auch im Folgenden mit dir diskutieren werden, ist: Plattformen sind weder gut noch schlecht. Plattformen sind auch nicht an sich Machtballungen, sondern sie können auch entmachtend wirken. Die entscheidende Frage bei diesen bei der Analyse dieser neuen Märkte ist, inwieweit sind sie bestreitbar? Also inwieweit kann jemand Neues, wenn er noch besser ist als, sagen wir, Facebook, inwieweit kann jemand Neues realistischerweise eine neue Plattform aufmachen? Und diese hat trotz der sogenannten Netzwerkexternalitäten, also trotz des gigantischen Vorteils von Facebook, dass er eine Milliarde und etwas Nutzer hat und die Nutzer davon eben enorm profitieren. Inwieweit kann also jemand wie du und ich realistischerweise ein neues Facebook aufmachen? Natürlich können wir das sofort tun, aber bis unser Facebook interessant ist für Teilnehmer in der Art und Weise, wie ein Netzwerk mit Milliarden von Mitgliedern interessant ist, wird wahrscheinlich so lange vergehen, dass wir pleite gehen. Das heißt, diese Bestreitbarkeit, also die Fähigkeit, die Märkte, wie sie sind und wie sie in der Tat momentan zumindest von einigen wenigen Plattformen beherrscht zu sein scheinen. Inwieweit sind diese Märkte bestreitbar? Aber weil die ökonomischen Effekte der Digitalisierung noch nicht so wunderbar erforscht sind, streitet man sich auch darüber ziemlich intensiv in der Wissenschaft. Ja, es wird ganz spannend. Vielleicht kurze Zwischenfrage. Bist du auf TikTok? Kennst du TikTok? Ich kenne TikTok, aber es ist eine chinesische Plattform und irgendwie, wie soll ich sagen, es heißt ja auch immer, es ist für sehr junge Menschen. Und weil ich mein Alter gerade verraten habe, ist es, glaube ich, etwas, was Ja, nee, ich hab's. es wird an mir vorbeirauschen, glaube ich. Genau, also das wäre ja so ein Beispiel für einen neuen Marktteilnehmer, aber bei mir ist schon Twitter vollkommen an mir vorbeigegangen, aber ich lebe halt auch irgendwie in Gummersbach, also
Ja, da kann man Twitter, glaube ich, gerade gebrauchen, aber genauso wie in Zwickau, ne? Sowieso. Naja, die Frage ist, also die Frage, die du aufwirfst, ist natürlich spannend, denn Ökonomen sagen ja, Güterpaare, also wie zum Beispiel Plattform A und Plattform B, können Substitute oder können Komplemente sein. Das heißt, sie können sich ergänzen oder sie können sich gegenseitig ersetzen. Und weil ich sowohl Facebook als auch Twitter sehr intensiv nutze, bin ich nicht so sicher. Ja, also sind es so ganz, ganz, ganz waschechte Konkurrenten. Meine Wahrnehmung der beiden Produkte ist, dass es eigentlich um etwas Unterschiedliches geht. Ja, also und damit sind sie eben keine perfekten Substitute. Ja, also Facebook ist für mich trotz der 2500 Freunde, die ich habe, eher ein Club, eher eine sozusagen eine Gemeinschaft, während Twitter auf jeden Fall eine sehr, sehr öffentliche Gesellschaft ist, ja. Und TikTok ist, soweit ich weiß, auch nicht so ganz das gleiche wie Instagram, ja, weil man doch sich selber auf eine leicht andere Art zu verkaufen versucht. Das heißt, genau, also das ist auch allein kognitiv für uns, ne? Also die Art und Weise, wie wir diese neuartigen Sachen wahrnehmen und wie wir sie auch sortieren für uns, wie wir sie quasi kognitiv ordnen. Auch da sind wir noch ganz am Anfang. Ja, bevor ich jetzt hier weiter über wild über Plattformen in ihrer Produktweite spekuliere, als ewiger MySpace-Plattformbesitzer, gehen wir mal wieder über die Plattformökonomie generell. Denn ein Prinzip der Plattformökonomie lautet ja, Größe ist der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Und daher gilt ja, ich glaube, bei Plattformanbietern immer die Regel, wachse so schnell und brutal, dass keiner mehr gegen dich ankommt. Und ja, mit neuen Technologien entstehen ja neue Möglichkeiten. Und ich kenne das ja ein Stück weit aus der Gesundheitswissenschaft. Da kommen ja permanent auch immer neue Technologien rein. Aber dort werden dann vergleichsweise schnell, gerade in der Medizintechnik, neue Regeln diskutiert. Und ja, wie bewertest du so erstmal das Prinzip der, ich sag mal, schnellstmöglichen Auslöschung des Wettbewerbs oder wenn so ein Prinzip genau darauf zielt und braucht dann eine Plattformökonomie hier Regeln? Ja, letzteres ist eindeutig. Also sie braucht Regeln und die Frage ist natürlich, wer setzt diese Regeln, gegeben, dass es meistens eben amerikanische oder asiatische Anbieter sind. Dazu kommen wir noch. Ja, also zu der Größe und zu der sozusagen dranhängenden Frage der Macht will ich unbedingt etwas sagen, weil ich bin jemand, der durchaus machtsensibel ist. Es gibt viele Liberale, die sagen, Macht hat mit Ökonomie nichts zu tun, Märkte sind machtfreie Gebilde. Das sehe ich nicht ganz so. Und ich glaube, dass man das gerade jetzt bei diesem Thema auch thematisieren sollte. Aber ich will an dem Beispiel Amazon zeigen, dass das mit der Größe und mit dem Zerquetschen der Kleinen nicht ganz so absolut vielleicht zu sehen ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Natürlich ist Amazon ein riesiges Unternehmen. Natürlich ist Amazon für die traditionellen Buchhändler ein Goliath-artiger Konkurrent. Aber wenn man bedenkt, was Amazon ansonsten tut, so kann man eben auf den Gedanken kommen, dass es Zehntausende von kleinen Händlern in Vietnam, Kambodscha, China oder wo auch immer, die in keinster Weise zu dir und mir nach Gummersbach und Zwickau eine Verkaufsmöglichkeit sonst hätten. Dieser Zugang wird eben dadurch ermöglicht, dass sie sich auf Amazon tummeln. Das heißt, die Frage, ob Amazon für mehr oder weniger Wettbewerb gesorgt hat, indem es einerseits bestimmte Konkurrenten tatsächlich gefährdet oder sogar zerstört, aber eben andererseits Zehntausende von neuen Konkurrenten ermöglicht, ja, und auf unsere Märkte reinfließen lässt, glaube ich, zeigt, dass diese Frage nicht ganz so eindeutig ist. Das Gleiche betrifft natürlich auch eBay. Ja. Das heißt, Größe ist ein Problem und ich glaube in der Tat, und das ist ja das
wie gesagt, das große Ringen, wie kann eine Ordnungspolitik für diese Giganten aussehen, zumal sie ja nicht um die Ecke sind und unmittelbar der nationalen Rechtsprechung obliegen. Momentan läuft ein extrem interessantes Verfahren, wie ich auf Twitter lese, zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt. Ich glaube, die entscheidende Frage, die ich hier gleich ansprechen will, ist, dass vielleicht das Offensichtlichste, was mir zumindest, ne, dem Baby, dem digitalen Baby Stefan Kolev, einfach auffällt, ist, dass das Instrument der Fusionskontrolle, dass also nicht jeder jeden kaufen kann, dass also nicht jeder Große jeden aufstrebenden Kleinen kaufen kann, dass das durchaus vielleicht eine bedenkenswerte, kluge, ordnungspolitische Regel sein könnte. Ich bin nicht jemand, der gerne Firmen zerschlägt. Das kollidiert so ein bisschen mit meinem Verständnis von Eigentum. Aber sozusagen Facebook zu verbieten, WhatsApp zu übernehmen, damit es eben den Facebook Messenger und WhatsApp als unabhängige Konkurrenten gibt, gegeben, dass der Facebook Messenger schon ein ziemlich machtvolles Tool ist, das eben einen Großteil unserer Kommunikation abwickelt, wäre vielleicht eine kluge Maßnahme gewesen. Ja? Oder vor vielen, vielen, vielen Jahren Google und YouTube. Ja? Also solche Fusionen. Man kann ja sagen, Google, Facebook und all die anderen sind ja endogen gewachsen, weil wir sie mögen. Alles gut. Deswegen will ich sie auch nicht zerschlagen. Aber dieses Aufkaufen und damit unschädlich machen von aufstrebenden Konkurrenten, das halte ich eben für durchaus bedenklich und dagegen hätte ich nichts, dass man sich da wirklich strikte Gedanken macht über eine Fusionskontrolle. Die Frage ist auch wieder, was ist der relevante Markt, was ist der Marktanteil, inwieweit ist das Ganze gefährlich, aber mit relativ allgemeinen Regeln könnte man da aus meiner Sicht relativ viel erreichen, ohne dass ich ein Fachmann bin und auch da verweise ich auf die Schriften oder YouTubes von Justus Hauptkamp. Genau. An der Stelle will ich mal verweilen, wenn wir über das Thema Regeln sprechen, wird uns ja noch ein bisschen beschäftigen. Und ich will mal versuchen, ein Beispiel als Vergleich zu ziehen, das schon etwas länger her ist. 1863. Ja, hat ja John D. Rockefeller den kleineren Vorgänger gegründet, der jetzt, der 7 Jahre später als Standard Oil bekannt wurde. Ich glaube, Standard Oil sollte vielleicht jedem was sagen. Und die Art und Weise der Geschäftstätigkeit führte damals zur ersten Antimonopolgesetzgebung der USA und schließlich zu einer Entflechtung dieses Unternehmens Standard Oil. Und heute, ein paar Jahre später, reden wir von ExxonMobil, von BP, von Shell, von Chevron und von ganz vielen anderen Firmen, die jetzt in einem Markt quasi sich gegenüberstehen. Google und Facebook sind jetzt die zwei größten Anbieter ihrer jeweiligen Dienstleistungen. Wie du schon gesagt hast, kann man ja dann teilweise nicht vergleichen. Und scheinbar stehen denen keine besonders große Konkurrenz gegenüber. Jetzt die Frage auch, sind hier die Plattformen mit dem Fall Standard Oil überhaupt vergleichbar? Und wenn ja, warum? Aber auch wenn nein, warum nicht? Ich bin, wie du weißt, sehr geschichtsversessen. Trotzdem finde ich, dass die Analogie nicht so ganz greift. Ja? Denn also aus meiner Sicht gibt es einen Unterschied. Wie drücke ich das am besten aus? Also zunächst mal gibt es ja, also ein wichtiger Unterschied ist für mich, inwieweit etwas kartellartig zustande kommt oder inwieweit ein einzelnes Unternehmen mächtig wird, weil wir es einfach mögen und dessen Produkte kaufen. Und Facebook und Google sind ja eben mächtig und riesig geworden, weil sie einfach ein gutes Produkt herstellen. Das vielleicht ist ein wichtiger Unterschied. Zweiter wichtiger Unterschied ist, dass die üblichen
und berechtigten Bedenken, die man gegen Markt macht in den alten Fällen hat, ja auch damit zu tun haben, dass dass dann der mächtig gewordene Monopolist oder Kartell einer Preisschraube dreht und das Produkt gerade für arme Leute unerschwinglich wird. Die meisten Sachen, über die wir jetzt reden, sind zunächst mal kostenlos. Und wie gesagt, diese Analogie, wir zahlen aber mit unseren Daten, die teile ich nicht ganz, denn unsere Daten, also wenn man zahlt, tut es einem weh. Bei dem Unverständnis dessen, was mit diesen Daten passiert, tut es mir zumindest nicht weh, wenn meine Daten verwendet werden. Solange keine Regierung darauf Zugriff hat, also solange es nur um Werbung geht, ist es mir ziemlich egal, was mit diesen Daten passiert. Da bin ich vielleicht auch ein wenig undeutsch, das gebe ich zu, aber Datenschutz ist ja irgendwie nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde. Was mir an der Stelle ganz wichtig ist, ist auch bei dem Bewerten von diesen neuen Giganten wie Facebook und Google, was mir da wichtig ist, ist auch eine begriffliche Klärung. Nämlich die Frage, haben die denn Macht, ja oder nein? Wie gesagt, Liberale sind manchmal etwas zu schnell und sagen, natürlich haben sie keine Macht, ich muss Google nicht nutzen. Und das ist richtig. Also Google hat keinen Zwang über dich und mich, sondern, ne, also man muss es nicht nutzen. Es gibt auch andere Anbieter, die jeweiligen Dienstleistungen von Google mehr oder weniger gut anbieten. Dennoch hat Google Macht, denn wenn du keine Webseite hast oder keine gut gerankte Webseite, hat es zum Teil existenzielle Konsequenzen für dein Geschäft. Und die Frage ist eben, wie gehen wir mit dieser Macht um? Gleichzeitig bedenkend, dass die Konsumenten diesen Giganten erschaffen haben. Die Monopolmacht oder Quasi-Monopolmacht der Deutschen Bahn im Fernverkehr hat nichts mit überlegener Dienstleistung zu tun. Sie ist ja aus einem alten Privileg entstanden und dass es eben ganz, ganz lange keine anderen Bahndienstleister gab und auch lange keine Fernbusse. Das hat nichts mit einem guten Produkt zu tun. Hier haben wir es mit guten Produkten zu tun, die auch noch aus meiner Sicht kostenlos sind. Das heißt, es ist ein bisschen was anderes. Ja. Zerschlagung, wie gesagt, finde ich, also wie man es damals gemacht hat und wie man es in der Wirtschaftsgeschichte in den letzten 150 Jahren häufiger gemacht hat. Zerschlagung, finde ich, ist so wirklich die absolute Ultima Ratio. Das kann man machen, wenn nichts anderes geht. Aber man sollte vielleicht die Macht in einer dynamischen Perspektive auch nicht verabsolutieren. MySpace hast du ja erwähnt. Nokia kann man auch erwähnen. Wie hieß der Versuch von Google, Facebook Konkurrenz zu machen mit dem einen Netzwerkportal, wie hieß das, habe ich sogar schon vergessen. Boah, frage mich mal. Ich komme gleich da drauf, egal. Vielleicht kann es jemand in den Chat dankenswerterweise reinschreiben. Jedenfalls, das sind alles Zeichen, dass Macht vergänglich ist. Ja? Und in der Tat, diese Netzwerke sind mächtig. Die sind mächtig, weil sie wahnsinnig interessant sind für die Mitglieder, weil eben sehr viele andere Mitglieder dabei sind. Aber sie sind nicht allmächtig. Und dennoch gilt es, diese Macht zu zähmen und in den Griff zu bekommen, denn die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Facebook und Australien zeigt, dass dass die Konzerne, wenn man das verfolgt, ja, wie soll ich sagen, auch ein etwas weniger nettes Gesicht zeigen können. Und vielleicht ein letztes Wort zu der Macht, die mich wirklich als jemand, der sich mit den Ordoliberalen lange beschäftigt hat, lange, also wirklich viel umtreibt. Das Hässlichste an der Macht ist, so wie ich es sehe, an der privaten Macht nicht unbedingt das, was auf den Märkten passiert. Wegen der Dynamik des Marktprozesses ist da die Macht immer ein Stück weit eingehegt. Bei den digitalen Giganten vielleicht etwas weniger als früher, aber dennoch. Das Hässlichste an der Macht ist, wenn sie, und das tut sie permanent, versucht, politische Macht zu usurpieren. Und wenn man liest, wie viele Lobbyisten Facebook ganz legal und ganz offen bezahlt, in Washington oder in Brüssel, so zeigt sich eben, dass diese Macht und sozusagen das permanente Greifen nach dem Staat und nach neuen Privilegien aus diesem Staat heraus nicht ungefährlich ist. Das heißt, es ist kein Zwang, es ist eine Macht. Bei bestreitbaren Märkten ist diese Macht ein ganzes Stück weit eingehegt und dennoch,
kann sie eben sich den Staat greifen, den Markt schließen und dann wird sie wieder gefährlicher. Also damit muss man sich in der Tat etwas weniger, soll ich sagen, fröhlich beschäftigen, mhm. als es einige in unseren Kreisen tun, die dann einfach sagen, das ist eine Non-Agenda und jeder, der meint, dass Facebook Macht hätte, sei irgendwie ein böser Interventionist oder schlimmer. Mhm. Ihr kommt gerade in den Frage- und Antwortbereich nochmal der Punkt, meintest du Google Plus? Google Plus, ja. Genau. Google Plus, okay, ja, ist klar. Ja, dann danke, danke in den Chat, beziehungsweise ins Frage-Antwort-Tool. Wir digitalen Babys müssen uns allen helfen. Also danke für die Frage. Genau. Ja, also wir haben ja, oder um jetzt weiterzugehen, in den USA wurde ja jetzt geprüft, weil wir jetzt ja eben schon von Regeln gesprochen haben, ob Facebook, Amazon und Co. ihre, sagen wir, marktbeherrschende Stellung missbraucht haben. Und in Europa wird ja hin und wieder eben darüber diskutiert, ob man Internetgiganten zerschlägt, was ja vielleicht auch so ein bisschen an diesen Antitrust Act von früher erinnert. Mal unabhängig davon, was wir jetzt von Zerschlagung eventuell halten, hat die Politik hier mit Blick auf, sagen wir, die großen Plattformen den ökonomischen und den ordnungspolitischen Rahmen verschlafen und macht es Sinn, jetzt damit noch zu starten, regulierende Maßnahmen zu installieren? Ich glaube nicht, dass die Politik geschlafen hat. Wie gesagt, wir haben, dadurch, dass es eine transnationale Angelegenheit ist, ist es eben, und wir Gott sei Dank, dass mein eigenes Werturteil keine Weltregierung haben, ist das Ganze nicht ganz einfach zu handhaben. Aber geschlafen hat hier niemand. Und zu spät ist es in keinster Weise, denn ich glaube, wir stehen am Anfang einer ganz großen Reise oder eines ganz großen Abenteuers. Und genauso wie Wissenschaftler sich den Kopf darüber zerbrechen, was das Ganze, wie diese ganzen Technologien sich ökonomisch auswirken, zerschlägt sich auch die Politik und die Gesetzgebung und die Gerichte genauso die Köpfe. Also zu spät ist es in keinster Weise, finde ich. Ja. Was man sagen sollte ist, Liberalismus ist für mich, das habe ich in den letzten Jahren so richtig für mich persönlich festgehalten. Liberalismus ist ja so eine Doktrin, die extrem stark auf Lernen setzt. Ja? Das heißt, Liberalismus versucht, Ordnungen zu schaffen, in denen die Akteure die Möglichkeit haben, eben zu lernen. Ja? Also neues Wissen zu erlangen, bestehendes Wissen besser zu nutzen und damit in einem Lernprozess die Realität besser zu durchdringen und auch besser zu gestalten. Wenn es jetzt also darum geht, wie regulieren wir diese Giganten, zum Beispiel in Sachen Datenschutz. Ja? Also hat man ein Recht auf das Auslöschen, also auf das Löschen der eigenen Daten? Hat man ein Recht auf das Vergessenwerden im Netz? Ne? Das sind super spannende Fragen und Liberale betonen an der Stelle immer, dass dieses Lernen umso besser klappt, je dezentraler wir versuchen, in sozusagen einzelnen Laboren, in einzelnen Regulierungsexperimenten zu gucken, wie funktioniert die eine Regulierung, meinetwegen in den USA, wie funktioniert die in der EU, wie funktioniert sie in Kanada, in Australien. Und Regulierungsbehörden sind natürlich weltweit in einem permanenten Dialog. Das heißt, ich würde mich dagegen sträuben, dass man sagt, wir suchen the one and only approach zur Regulierung, sondern indem es alle leicht anders machen, sammelt man quasi so eine Datenbank an Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen kann man und muss man, weil die Sache so neuartig ist, eben im Laufe der Zeit lernen. Natürlich verstehe ich, dass so ein dezentraler Ansatz für die Plattformen gewisse Arbitragemöglichkeiten lässt, das verstehe ich, aber das Lernen ist mir wichtiger und ich fürchte dann mit diesen Arbitragemöglichkeiten leben können, wenn wir eben über dieses Experimentieren und Ausprobieren nach und nach dahin kommen, was eine gute Regulierung ist, was wir heute eben noch nicht wissen. Genau. Bevor wir weitergehen in die Fragen, ich würde gerne hier noch eine Frage aus dem F&A-Tool reinholen.
weil wir uns sonst schon ein Stück weit davon entfernen. Du hattest vor uns darüber gesprochen, Fusion zu verhindern, wäre so eine Maßnahme oder eine ordnungspolitische Maßnahme. Und hier wird gefragt, was denn vielleicht auch deiner Meinung nach Parameter sind für Regulierung von Fusionen. Denn zum Beispiel Marktanteil funktioniert ja da nicht. Hast du da eine Meinung zu? Ich habe eine Meinung zu vielleicht, aber keine wissenschaftlich begründete Auffassung. Das ist ja der Unterschied zwischen, wir haben zwar eine Meinung. Ja, sagen wir es mal so. In der Tat, weil wir eben diese Produkte nicht so ganz miteinander vergleichen können, weil die extrem schnell wachsen, weil die auch zum Teil ineinander überschwappen, ist es mit den Marktanteilen oder überhaupt, bevor wir über Marktanteile reden, muss man über den relevanten Markt reden. Und das ist alles nicht trivial. Ja, das verstehe ich alles. Und dennoch finde ich, dass die Fusionskontrolle ein wichtiges Tool ist. Wir haben immer so die Frage, überlassen wir solche Entscheidungen bestimmten Bürokraten oder bestimmten Gerichten? Und ohne dass ich jetzt sozusagen einen klugen juristischen Vorschlag unterbreiten könnte, scheinen mir einfach bestimmte Fusionen der Vergangenheit offensichtlich wettbewerbsschädlich zu sein. Und da bin ich ziemlich sicher, dass kluge Köpfe in der Juristerei und VWL da eben einen guten Vorschlag hätten. Wie gesagt, es will mir nicht einleuchten, dass Facebook einfach ohne weiteres, wahrscheinlich gab es Auflagen, aber die sind erfüllt worden, dann einfach WhatsApp übernehmen darf. Ich glaube, das ist etwas für solche Fälle, wenn jemand schon ein Gigant ist und auch noch vor sich hin wächst. Ja, es ist ja nicht so, dass Facebook irgendwie stagniert. Das heißt, die Marktmacht des Einzelnen wird immer größer. Leuchtet es mir nicht ein, dass man auch noch einen interessanten Konkurrenten einfach so hinweg oder sozusagen hinzukaufen kann und damit ihn aus dem Wettbewerb auslöscht und damit der Datenpool, über den man verfügt, noch riesiger wird. Ja, ja. Genau, und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal hier einen Cut zu den Plattformen und zur Plattformökonomie und widmen uns mal so ein Stück weit den bekannten Tech-Riesen aus den USA und aus Asien. Denn hier haben wir ja einen weiteren Punkt und diese Tech-Riesen bilden ja quasi Oligopole in der Hard- und Softwareindustrie. Gucken wir in die USA, sehen wir Apple und Microsoft, schauen wir nach Asien, sehen wir Huawei, Samsung, Sony und ich glaube in China gibt es noch Tech-Riesen, die so groß sind, aber nur dort existieren und wir hier gar nicht kennen. Ja, in Europa sieht es mit konkurrenzfähiger Hard- und Softwareindustrie eher dünn aus im direkten Vergleich. Vielleicht kurz zur Erinnerung, es gab mal in den Nullerjahren Siemens Mobile, da wurde später BenQ draus und hat in Deutschland Mobiltelefone hergestellt. Ich hatte ich erinnere mich noch, ich hatte mal, mein erstes Handy war ein Nokia 3210 oder Nokia 3310, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt es sogar noch. Aber man ist es trotz. Wir sehen jetzt gerade diese zwei Hotspots an Tech-Riesen. Wie wirken sich denn deiner Meinung nach die Oligopole, jetzt wenn man guckt, ne, mit dieser geografischen Ausrichtung, auch auf Themen wie Innovation, auf Entwicklung und vor allem am Ende auch auf Preisbildung aus? Also ich glaube, wir sind häufig zu schnell dabei, ein negatives Urteil über Oligopole zu fällen. Oligopole können, also die, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, die meisten, aber extrem viele Industrien, in denen wir leben, Autoindustrie oder Einzelhandel, sind ja oligopolistisch und die sind extremst wettbewerblich. Das heißt, die Vorstellung, dass Oligopole quasi eine Vorstufe zum Kartell sind, ist an sich erstmal voreilig. Das kann passieren, aber es ist ja nicht an sich gegeben und Oligopole können sich extrem heftige Schlachten geben, siehe den deutschen
Lebensmitteleinzelhandel, der aus ganz wenigen, also eigentlich aus großen vier Konzernen besteht und dennoch die niedrigsten Preise in Europa produziert. Die interessante Frage finde ich, und die hast du ja mit angedeutet, inwieweit, wenn die Oligopolisten auf einem Haufen sitzen, zum Beispiel im Silicon Valley, das passiert, was Adam Smith immer befürchtet hat, dass nämlich, wenn sich Kaufleute zusammensetzen, zum Beispiel zum Bier irgendwo in Palo Alto, dass beim Bier eben die informellen Gespräche stattfinden, wie man den Wettbewerb, den alle lästig finden. Ja, Wettbewerb ist für uns als Ordnung gut. Jeder einzelne Unternehmer findet ihn aber eben eher lästig und würde sich eben gerne dessen entledigen. Inwieweit passiert also in diesen räumlichen Ballungen, in den Cluster, wo ja die große Dynamik herkommt, und die haben wir in Europa nicht, deswegen kommt bei uns kaum was auf, inwieweit können eben gerade solche Absprachen und solche soll ich sagen, wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen daher kommen, dass die Leute einfach vor Ort sind und ja, sich des Wettbewerbs entledigen auf eine Art, die dann in der mittleren Frist für uns Konsumenten nicht gut wäre. Aber das sehe ich im Moment eben noch nicht. Also ich finde, die Wettbewerbsintensität, die Innovationsgeschwindigkeit ist enorm und deshalb würde ich da über die Oligopole kein a priori so negatives, ein vorschnelles Urteil fällen. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, es gibt Wettbewerb, aber dann schließt sich ja trotzdem so ein bisschen auch die Frage an, wie es denn geschehen konnte, dass die Digitalisierung in diesem Aspekt tatsächlich irgendwie an Europa, ich will jetzt nicht sagen verbrannte Erde hinterlassen hat, aber dass Europa irgendwie abgehängt wurde, als auch als Standort. War die Konkurrenz im Ausland einfach besser, einfach stärker? Ja, die Firmen sind ja irgendwie zustande gekommen. Die sind ja nicht vom Mars gefallen. Und in meiner laienhaften Analyse muss man sich zunächst mal die Unis anschauen. Viele sind in den USA als Startups, sind zunächst mal als Spin-offs von Unis entstanden. Und natürlich ist das US-System zu hinterfragen in vielerlei Hinsichten. Deswegen, trotzdem finde ich, dass das Unisystem, wie es dort ist, gerade im Spitzenbereich, jeglichen deutschen Unis und ich würde sagen auch fast allen europäischen Unis haushoch überlegen ist. Das heißt, das wäre schon mal ein Problem, das wir haben. Wir haben gute Grundlagenforschung, nicht nur in den Unis in Deutschland, natürlich auch in den Max-Planck-Instituten oder etwas vielleicht angewandter in den Fraunhofer-Instituten. Aber diese Kultur, dass sich so vieles aus der Uni ausgründet und wie so ein Biotop um die Uni herum tatsächlich floriert, bis daraus Firmen wie Facebook oder früher Hewlett-Packard und so entstehen. Ich glaube, da haben wir einen eindeutigen Nachteil. Und die Cluster kommen eben deswegen nicht zustande. Und ja, dann kann man natürlich auch Bildungsfragen stellen. Also inwieweit ist es zum Beispiel in Deutschland inzwischen so, dass wir in der sekundären Bildung viel zu wenig Technologiebegeisterung in den Schülern wecken, sodass sie lieber Beamte werden wollen oder BWLer, um vielleicht etwas gesellschaftskritisch zu sein, statt Ingenieure oder Informatiker. Das wären vielleicht eben ein paar erste Ansätze aus einem ziemlich bunten Bild, das zu dem absoluten Abgehängtsein Europas führt. Vielleicht um mal diesen Loop noch zu schließen. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen angeführt, was in Deutschland passieren muss, aber was kann deiner Meinung nach der Wirtschafts- und vor allem auch Forschungsstandort in Deutschland oder Deutschland außer eben die Tatsache lernen, dass die führenden Hard- und Softwareindustrien eben aus den USA und aus China kommen? Und vielleicht mal auch andersrum gefragt, glaubst du, dass in Zukunft man erfolgreiches Smartphone oder beispielsweise eine Art Netflix made in Germany, also ein erfolgreiches Netflix made in Germany, möglich wäre? Das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn Liberale so prozesshaft denken, so an das Lernen glauben und an die offene Zukunft,
dann finde ich also jegliche Untergang des Abendlandes Szenarien einfach, wie soll ich sagen, die kann kein Liberaler haben. Im Moment sind wir abgehängt und dafür gibt es Gründe und die muss man eben ganz klar benennen. Aber ich glaube, der zentrale Begriff, und auf den will ich einfach ganz kurz eingehen, ist, dass es mit der Innovationskultur insgesamt hapert. Ich glaube nicht, dass es an Geld hapert, wobei, wenn man sich die Stiftungsvermögen der US-Unis anschaut, hapert es vielleicht auch an Geld, aber das ist, glaube ich, nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, wie schaffen wir Institutionen und wie schaffen wir Mentalitäten, beides zusammen fasse ich nach dem Begriff Innovationskultur, indem es eben jungen Leuten gelingt, indem junge Leute überhaupt auch erstmal Bock drauf haben, sich selbstständig zu machen, sich mit den Risiken rumzuprügeln, die Selbstständigkeit mit sich bringt. Also solche Institutionen, wie gesagt, ich habe immer die Uni im Blick, weil das halt so meine Welt ist, aber um die Unis herum, um die Forschungsinstitute herum, Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den Unis. Ich forsche und lehre an einer Fachhochschule. Bei uns klappt das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also mehr solche Verflechtungen zwischen all den Akteuren, die dann eben zu einer solchen Innovationsdynamik beitragen können. Da gibt es viel zu viele Barrieren. Ich glaube, sowohl formaler Art, aber eben vielleicht auch vor allem mentaler Art. Wenn wir die nach und nach wegbekommen, bin ich absolut optimistisch, dass Netflix oder was auch immer, natürlich auch wieder aus Deutschland oder aus einem anderen europäischen Land kommen kann. Ich glaube, Spotify kommt jetzt Schweden. Warum können wir es auch nicht? Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann auf Spotify. aber wir haben noch gute 8 Minuten und wir wollen noch mal das Lieblingsthema der Liberalen hier bedienen, Steuern. Denn eine wesentliche Herausforderung. Vieler Liberalen, ja. Vieler Liberalen, genau. Ja, aber trotzdem, eine wesentliche Herausforderung in dieser disruptiven Digitalisierung stellt ja wirklich das Thema Steuern dar. Und wir wissen, das Internet kennt keine Grenzen und normalerweise werden ja Umsätze und Gewinne dort besteuert, wo sie realisiert werden. Alle BWLer hier können wir widersprechen, wenn das nicht so ist. Aber in Europa sind immer wieder die Niederlande, Belgien, Irland, Luxemburg ja eben als Steueroasen in der Debatte gefallen. Und ja, dieser Steuerwettbewerb hat schon für recht dicke Luft zwischen den EU-Mitgliedern geführt. Aber Stefan, ist aber Steuerwettbewerb nicht eigentlich was Gutes, vielleicht sogar was Liberales? Klär uns da mal auf. Also das an sich wäre wirklich eine halbe Stunde, aber ich mache das. Ist natürlich eine normative Frage und es hängt sehr davon ab, was für ein Wettbewerbsbild man hat. Ich habe ein sehr positives Wettbewerbsbild. Ich glaube, das Wettbewerb, anstrengend wie es ist, uns als Ordnung unglaublich voranbringt. Wettbewerb entmachtet. Und Steuerwettbewerb finde ich deswegen positiv und ich weiß, dass es viele andere nicht so sehen, weil eben der Einfallsreichtum von Politikern, und du und ich kennen viele, ziemlich unendlich ist, was sie für dich und mich, ohne uns vielleicht unbedingt direkt gefragt zu haben, Gutes tun könnten. Das heißt, die Ausdehnung dessen, was Schumpeter den Steuerstaat genannt hat, in den vergangenen Jahrzehnten ist enorm. Das finde ich nicht schlimm, aber ich glaube, wir sind gerade in einem Hochsteuerland wie Deutschland, sind wir an eine Grenze geraten, die eben durch hohe Steuersätze, vor allem aber durch den unglaublich unübersichtlichen und schrecklich aufwendigen Charakter des deutschen Steuerrechts, sind wir eben dahin, dass das auch eine Innovationsbremse ist. Mhm. Und Steuerwettbewerb innerhalb der EU finde ich dahingehend gut. Vielleicht kann man ihn fairer gestalten, als er heutzutage ist. Dennoch ist er extrem wichtig, weil ansonsten die Körperschaftssteuern und andere Steuern, die für Unternehmen wichtig sind, noch höher wären, als sie es heute sind. Und die schlauen Leute, über die wir reden, die wir gerne hier hätten, damit sie das nächste Netflix oder so hinbekommen, die können natürlich gleich in die USA oder nach
jetzt nach England, das sich leider auch aus der EU verabschiedet hat. Also wir brauchen einen Steuerwettbewerb, damit die Steuersätze nicht noch höher werden. Und dazu ist es eben eine wichtige und eine ständig wichtige Bremse. Wollen wir nochmal über die Frage eines einheitlichen Besteuerungssystems für Plattformökonomie sprechen? Wäre das ein, ich sag mal, ordnungspolitischer Ansatz, der vielleicht auch für eine gewisse Einigkeit und fairen Wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedern führt? Ich bin kein Finanzwissenschaftler, aber aus dem Studium ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass man an der Stelle zwei Sachen unterscheiden soll: die Steuerhöhe und die Steuerbasis. Das heißt, was besteuert man und mit welchem Prozentsatz? Ich glaube nicht, dass wir als Liberale eine Harmonisierung der Steuerhöhe haben wollen. Wohl aber fände ich das fair, wenn wir uns europaweit auf eine Steuerbasis zwischen den verschiedenen Staaten einigen, die ähnlich ist. Dennoch haben die Konzerne über Verrechnungspreise und andere Möglichkeiten, und das werden sie nie verlieren, Möglichkeiten, die Gewinne so zu verteilen zwischen den Ländern, dass sie eben ihre Steuerschuld etwas niedriger machen. Ich verstehe, und das wäre auch wichtig, dass sich das ändert, ich verstehe, dass der Buchhändler um die Ecke etwas dagegen hat, wenn Amazon erklärt, in diesem Jahr irgendwie 0 Dollar Körperschaftssteuer bezahlt zu haben. Vielleicht kommen wir auch nicht dahin, dass Amazon die deutschen Steuern zahlt oder die Steuern in der Höhe, wie sie jetzt in Deutschland fällig wären. Das wäre vielleicht nicht realistisch. Aber eben der Unterschied zwischen einer Besteuerung auf deutscher Höhe und null, dass das eben Spannungen schafft, verstehe ich. Und Ordnungsökonomik, haben wir ja gesagt, hat. Ich sehe immer auch einen Kampf gegen Privilegien, gegen dieses eklatante Privileg, null Steuern zu zahlen. Da habe ich durchaus was dagegen. Ja, hier ist noch im Chat gefragt, was denn mit der Digitalsteuer wäre, ob das vielleicht ein Ansatz ist. Ich glaube, Digitalsteuer würde dann wieder generell überall ziehen. Wie bewertest du so einen Ansatz einer Digitalsteuer in Europa? Ich bin kein Freund davon, darüber haben wir in den letzten Folgen gesprochen, die EU als Staat zu denken. Und Steuern werden ja zunächst mal in unserem üblichen Verständnis von Staaten erhoben. Deswegen, ganz egal, wie ich jetzt zur Digitalsteuer stehe, habe ich grundsätzlich ein Problem damit. Und die Frage stellte sich schon bei der Finanztransaktionssteuer, der EU Steuerkompetenzen zu geben, weil das eben, und das widerspricht meinem persönlichen Bild von der EU, wie sie sein sollte. Das bringt uns noch einen Schritt näher an die EU als Staat. Und ich glaube, wie wir ausführlich besprochen haben, dass das nicht die Stärke Europas ist, sondern die Stärke wäre eben in der Tat ein dezentrales Experimentieren in den verschiedensten Regulierungs- und auch Besteuerungsregimes. Ein einheitlicher EU-Staat ist, auch wenn es viele Ökonomen gerade positiv diskutieren, nicht das, was ich mir von der EU erhoffe. Also dann lieber eher nationale Lösungen in der Frage. Ich glaube, Naja, es war auch die Frage gestellt, dass Europa habe ich dazu gedichtet. ich glaube schon, dass sich eben die Staaten verständigen müssen, also eben zwischen den Staaten. Aber es gibt ja einen Unterschied für mich, einen ganz wichtigen. Ob die Staaten sozusagen sich an einen Tisch setzen und sich zum Beispiel über eine gemeinsame Steuerbasis einigen oder ob man der EU als solcher Steuerkompetenzen zubilligt. Das sind zwei ganz verschiedene Mechanismen. Das stimmt wohl. Im Prinzip würden wir jetzt hier das Thema Tech-Riesen abschließen und wir sind jetzt schon mit einer Punktlandung auf 18 Uhr. Normalerweise hatten wir jetzt eigentlich noch einen ganzen Part über Arbeitsmarkt, Arbeitsalltag und die Digitalisierung in unserer Arbeitswelt vorgesehen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir vielleicht daraus, da sich arbeitsmarkttechnisch noch viel, viel weitere Themen anschließen würden. Und ich finde, Arbeitsmarkt sollte man vielleicht auch noch ein bisschen tiefergehend formulieren und tiefergehend behandeln, dass wir das einfach in der nächsten Staffel ansetzen und die Fragen dann hier mitnehmen.
Wenn das für dich okay ist, Stefan? Für mich auch sehr gerne so machen, ist tatsächlich ein ganz großes Fass und solchen Sachen sollte man nicht in 2 Minuten Genau, wir sind abfrühstücken. nämlich auch gerade beim Lesen noch so viel mehr Fragen, so viel mehr ordnungspolitische Punkte gekommen, wo ich dachte, lass da mal lieber noch eine eigene Episode draus machen. Dann würde ich nämlich dir erstmal danken, dass du wieder da warst und uns wieder quasi mal Einblick gegeben hast in die Ordnungspolitik hier mit Blick auf die Digitalisierung. Danke für die Stunde mit dir. Und hast du noch Danke einen Schluss? dir. Danke dir, weil irgendwie ist das ja ein gemeinsames Ringen mit einer Materie, wie gesagt, bei der wir alle ganz am Anfang sind. Und ich hoffe, dass unsere Hörer oder Zuschauer auch gnädig sind und eben dieses gemeinsame am Anfang sein verstehen. Ja. Genau, ich denke schon. Und wir sind jetzt so, wie wir hier sind, jetzt etwas informiertere Babys, die sich jetzt mehr Gedanken machen können an der Stelle. Und ja, an der Stelle muss ich sagen, wir nächste Woche, egal ob mit Ruhetag oder ohne Ruhetag, es ist Ostern und wir machen eine Pause am 1. April. Kein Scherz, tatsächlich. Und wir sehen uns dann wieder hier am 8. April. Und dann sprechen wir über die demografische Entwicklung, demografischen Wandel und den Aspekt der Zuwanderung. Und das ist dann auch unser Staffelfinale. Also für alle, die sich interessieren und das Staffelfinale sehen wollen, am 8.4. wieder 17 Uhr, wie immer. Und dann wieder wir beide hier, wenn Sie mögen. An der Stelle dann, ja, kommen Sie gut durch die Osterzeit, bleiben Sie gesund. Stefan, ich wünsche dir auch frohe Ostern. Und genießt die Zeit. Es soll sehr, sehr schönes Wetter werden in den nächsten Tagen, also zumindest hier im Gummersbach. Und ja, wenn Sie mögen, dann wieder am 8.4. einschalten. Und Stefan, lass es dir gut gehen. Bleib gesund und bis bald. Danke, Martin. Bis bald. Das orthodoxe Osterfest ist ein bisschen später, aber wir schon mal für Ostern. Danke. Okay. Bis bald. Grüße nach Gummersbach. Ciao. Ciao.